Ja, ich wurde gerade geblitzt, moin. Moin. Ja, komm, besser in einer 50er-Zone mit 60 geblitzt zu werden 70. Als in einer. Ja, gut, dann lieber in einer 50er-Zone mit 70 geblitzt werden, als in einer 30er-Zone mit 70 geblitzt zu werden, gell? Ja. Halt die Schnauze! Ein Neger, ein mobiler Neger. Das erst recht nicht. Ach man, Fred, jetzt wird's auch noch einmal normal hier, oder was, Alter? Oh, 1,40, bitteschön, ne, 2,40, hier. 1,60, so, bitteschön, Müll. Ja, moin, hallo, hi, Hitler. Oh! Scheiße! Das ist jetzt eine Aufnahme! Was? Alles gut! Schau dir die Aufnahme bitte nicht an danach! Mach ich! Nein, bitte nicht! Es ist ihm peinlich! Warum hab ich eigentlich die Pissfalle an? Ich kenne die Linie doch auswendig, Mensch! Meine Finger stinken! Ah ja, ich glaube, ich weiß, was er gesagt hat. Was denn? Ich wiederhole es jetzt nicht für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben. Ich meine, nimm mal die beiden Anfangsbuchstaben. Meine stinken. Meine Finger, ja. Aber das habe ich nicht gesagt, warum ich so lache. Ich schreibe dir das gleich über Skype. Nee, also nicht die Finger, sondern was anderes. Nein, nicht meine Eier. Meinte ich doch gar nicht. Nein! Du schießt hier gerade ein Eigentor, ist dir das klar? Wie, hä? Nein, ich weiß, dass du keinen Fußball spielst, aber ach, ist doch egal jetzt. Hä? Bist du komplett dumm? Nein! Du blamierst dich hier gerade selber! Nein! Doch. Sagen wir es so, du hast dich selber blamiert, bevor ich in der Jahnstraße war. Leute, bleibt doch einfach auf dem Gehweg. Bleibt doch an der Haltestelle stehen. Nö. Bleibt doch einfach auf dem Gehweg. Weil einfach ist. Weil einfach ist. Ewig einfach. Weil einfach ist. Nee, ewig einfach. Weil einfach ist. Nein, er sagt wie einfach ist. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, er ist spart. Ich zeig das nach der Aufnahme mal. Ja, komm, moin, rein da, ich hab Verspätung, Müll. Müll. So, oh, Alter, die FPS, Alter, das kackt an. Ja, und ich brauch mal eben einen Tritt in die Fresse. Nee, brauch ich nicht. Also Leute, Zuschauer, es tut mir leid, dass die FPS so schlecht sind. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich gestern nicht gestreamt habe. Warum nimmst du eigentlich jedes Mal zwei Spuren ein, du blöde blöde Stück Scheiße. Blöder DL, ey. Ja! Nein, nein. Mein Freund, der Baum ist tot. Mein Freund, der Baum ist tot. Irgendwie schildern mir bei mir die DLs nichts. Mein Freund, der Baum ist tot. Ist tot. Könnte mal langsam wieder grün werden hier, das ist jetzt gerade ein bisschen langweilig. Wie lang fahre ich denn jetzt eigentlich noch? Ich fahre 40. Oh, Digga, von dir rede ich nicht. Und vor allem, wie lange fahre ich noch und nicht wie schnell fahre ich? Wie schnell? Null. 8 Minuten fahre ich noch.
Was habe ich mitgenommen? Das war ganz ohne Scheiß, was habe ich mitgenommen? Weißt du nicht? Ach, der Spacken, der konnte. Ja, ich weiß ja, der konnte wieder nicht bremsen. Klar! Kurzstrecke. Also Leute, wenn ich jetzt hier Dünnsches laber. Einmal Schüler mit 20! Wenn ich hier Dünnsches laber, ne, dann liegt das einfach nur ganz stumpf daran, dass es hier einfach mega heiß gerade ist. Und wenn mir hier drin heiß ist, dann schaltet sich mein Gehirn manchmal einfach so ab. Sag jetzt nichts Falsches. Ja, ich musste gerade auf den 20er rausgeben, ja? Auf den 20er? Bei 1,90 €! Bei 1,90 €! Ja. Gib denen einfach eine Quittung, die. Hä? Nein, Omsi, hallo? Omsi? Ja, lässt du mich hier jetzt bitte rein? Nee, super, fahr vor, du Dumme. Ich hab jetzt. Nein, Omsi, extra funktioniert nicht mehr. Ja, nachdem Omsi dann abgestürzt ist und ich Omsi neu starten durfte, habe ich dann jetzt auch hingekriegt, dass die FPS ein bisschen besser sind. Fahren glatt mal hier rum. Es sind natürlich keine Fahrgäste mehr drin, da Omsi neu gestartet wurde. Aber gut. Ah! Nö, warum denn? Dummer Affe, ey. Dummer Affe hier. Hä, lol? Mein Bus hat sich bewegt. Lol? Habt ihr es gerade gesehen? Ah ja, stumpf, ey. Ey, das sind wieder super Autofahrer hier bei Omsi. Zwei der Omnibus-Simulator. Live dabei. Bei mir sind sie live dabei, aber bei dir nicht. Okay, live auch nicht gerade, aber sie sind dabei. Einmal Schüler, ja, wenigstens mit dem Fünfer. Hallo Manfred. Jetzt gehen die FPS leider wieder runter. Ich merke schon. Schade. Also sind nicht ganz so schlimm runtergegangen jetzt wie die ganze Zeit, obwohl doch. Ich muss sagen, Omsi mit DBS läuft eigentlich ganz schön gut. Wie viel FPS hast du da? Egal. Nee, sag mal. Nein? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe viel. 20! Knapp 20, ja gut, dann habe ich mehr gehabt. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen Standzeit hier, ne? Ja, wir haben ein bisschen Standzeit, kann ich mir was von dem Bus her erzählen. Ich mache mal kurz den Motor aus, damit das nicht ganz so laut ist hier. So. Ja, der Bus hat wieder eine kleine Heckmatrix, beziehungsweise eine, so eine mittelgroße, weil es gibt ja noch kleinere, aber das hier ist halt eine kleine, mittelgroße Heckmatrix. Kleine, mittelgroße? Post für... Das muss ich mal eben kurz als Fehler eben kurz screenshotten. Genau. Dann haben wir hier... noch so eine kleine Seitenmatrix auf der Fahrerseite und dann einmal eine ineinander. Das muss ich auch noch mal eben kurz fotografieren. Ja, so eine ja, einteilige Matrix. Also wir bei der VWG haben zweiteilige, einmal für die Wagen und einmal für das Ziel. Die hier sind zusammen. Wir hatten auch mal so Fahrzeuge, die so eine einteilige hatten. Aber gut, ja, stehender Motor, ich glaube, das ist beim ER02 schon immer so gewesen. Ja, hier wurde anscheinend durch das Repaint... Hä? Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber, ob das in der Realität auch so ist, aber irgendwie haben sie hier diese Lüftungsgitter, das Lüftungsgitter mit dem Repaint überpainted. Also ich weiß nicht, ob das in der Realität auch so ist, dass hier kein Lüftungsteil ist, aber ich meine eigentlich, dass hier also so ein Lüftungsding ist. Wenn das nicht so ist, dann korrigiert mich bitte, schreibt es in die Kommentare. Genau, Seitenschild hat der hier nicht, weil das eine Telto-Linie ist, aber ich habe das auch vorhin bei der 110 getestet, das, der macht hier keine Seitenschilder rein, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Also da werde ich nochmal überprüfen, ich meine der LN hat das, aber kann ich nicht versprechen.
Genau, S-Bahnhof Tattoo Stadt, Gonvrivilstraße. Wir haben jetzt noch 1,5 Minuten. Berliner Türsteuerung, Atron, alles super hier. Der grüne Knopf scheint wohl Notausschalter. Ach nee, der ist hier. Aber was das hier sei, weiß ich nicht. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Der grüne Knopf? Ja. Der kleine, runde, grüne Knopf? Ja. Das ist Haltestellenfortschaltung. Lol. Okay. Braucht ihr doch nicht in die Kommentare schreiben. Genau. Haben hier eine Sitzteilung. Obwohl ich es geiler gefunden hätte, wenn hier noch so ein Vierer gewesen wäre, aber es geht nicht wegen dem Reifen hier, wegen dem Radkasten. Genau. Ja, sonst finde ich hier vorerst keine Fehler. Wir haben hier eine zweite Innenmatrix, was ich relativ sinnlos finde, weil einfach hier hinten sitzen kaum sowieso kaum Leute und dann, dass hier das macht einfach wenig Sinn. Außerdem kann man da bis nach vorne gucken, oder nicht? Ja. Ja, obwohl für schlecht sehende Menschen ist es eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, das könnte die VWG dann aber auch. Dadurch, dass mein Wecker gerade angehen musste, ich das mal eben kurz jetzt hier pausieren. Irgendwie, ich weiß nicht, warum mein Wecker anging, aber irgendwie ging er an. Frag mich nicht. Warum habe ich mein Wecker überhaupt auf 17.15 Uhr gestellt? Oh, ja, tut mir leid, Dame. Jetzt bin ich gerade mal überlegen, warum stelle ich mein Wecker um 17.15 Uhr. Ach ja! Jetzt weiß ich wieder. Weil ich wegen gestern, da wollte ich um 17.15 Uhr aufstehen. Leck mich, Bart. 6, 8, 8. So, Kanada-Allee. Haben die vielleicht auch Scheine dafür? Nee, hab ich nicht. Es ist ein alter O405, hier sind keine Scheine. Ja, der hier hat ja hier Scheine, aber die gehen irgendwie nicht. Upsala. Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ich hab 8 Minuten Verspätung. Ich hab 8 Minuten Verspätung. Ja, ist doch gut. 8 Minuten. Nein. Davon geht meine Fahrerbewertung in den Arsch. Die geht sogar bei 5 Minuten in den Arsch. Ich weiß, aber ich meine bei BBS. Ja, kannst mal sehen, wie ich mich immer gefühlt habe, als du mal gesagt hast, ja komm, spur mal die Zeit richtig ein. Da hatte ich auch mal so 4-5 Minuten Verspätung und dann ist meine Fahrerbewertung auch immer in den Arsch gegangen. Jetzt weiß ich, wie man sich fühlt. Da gehen ganze 20 Punkte für Flöten. Für jede Haltestelle. Für jede Haltestelle auch noch. Ja, du kriegst für eine, wenn du eine Haltestelle verspätet anfährst, kriegst du dafür keine Punkte. 12 Haltestellen, ja, das kann sein. Verspätet, ja. 6. Ah, super. 21 Euro. 62%. Oma! Was hat die Oma damit zu tun, ey? Hat sie mich. Du hast nämlich gerade geschockt, dann klang das wie so. Ich hatte. Genehmigung erteilt, moin! Ja, wow, das ist auch nicht schwer. Weitere Tour fahren. Du hast gerade so gestockt. Du hast gerade beim Oh mein Gott so gestört und dann gestockt und dann hat man da Oma verstanden. Habe ich gefragt, was die Oma damit zu tun hat. Die Oma sagt doch immer nur schönen guten Tag. Die Oma ist aber gut drauf. So, Anne-Frank-Schule. Anne-Frank-Schule. Ja, ja, moin, Müll. Ich hab ja, du, ja, du Neger, halt die Fresse, ist in Ordnung, ey. Ist ja wohl Wahnsinn, ey. So. Kurzstrecke für Schüler. 20 Euro Schein? Ja, mit einem 20 Euro Schein. So, 9. Ja, moin. Ach, und dann auch so schnell. 2, 4, 6, 18, 12, 16, 18 Euro. 5.
Wie wär's, wenn du mal nicht einen 20-Euro-Schein hinlegst, du freches Kind? Meine Fresse, ey. Demnächst gebe ich dir gar keinen Fahrschein. Ja, ja, so ist das. Kannst du zusehen, wo der Pfeffer wächst? Dann kannst du mal zusehen, wo der Salz wächst hier. Kann Salz überhaupt... Ach, ich laber einfach dünn, tschüss wieder. Ja, komm bitte von mir in den Bus, du Müll. Du Müll. So. Ah, dann wollen wir mal hier rum. Super. Ja, komm mal in den anderen Wagen bitte rein. Das ist mir dann auch bewusst. Ja, 3 Minuten darauf. Ja, ich hab 9 Minuten verspätet, Alter, das ist Müll. Alter, 9 Minuten Verspätung! Ich muss mal Stefan-Style machen hier. Ich fahr sogar über Stefan-Style, ich fahr 60. In einer? Was für einer Zone? 50er-Zone. Ja, das geht ja. Stefan ist letztens auch 60 gefahren. Warum fahr ich hier rein? Ach egal, ich hoffe, ich kann hinten irgendwo wenden. Ich kann aber nicht immer so schnell fahren, weil hier auch Blitzer sind. Tja, einfach mal Blitzer merken. Blitzer blitzen lassen und dann die Blitzer sich merken, indem du die Linie öfters fährst. Mach ich auch immer. Oder einfach die Augen aufhalten. Funktioniert auch. Ich kann zum Beispiel die Blitzer von der 601 auswendig. Geil. Ja, ich wurde gerade geblitzt, moin. Moin. Ja, komm, besser in der 50er-Zone mit 60 geblitzt zu werden 70. Als in einer. Ja, gut, dann lieber in der 50er-Zone mit 70 geblitzt werden, als in einer 30er-Zone mit 70 geblitzt zu werden, gell? Ja. Hat die Schnauze. Das hat gepasst! Weißt du, da kommt ja an. Ah, der Fahrplan ist auch nur zu Deko da, ne? Halt die Schnauze. Bei mir ist gerade so, bin gerade so gegen eine Laterne gefahren. Du sagst, dann sagt er so, können Sie mal vorsichtiger fahren? Und du so, halt die Schnauze! Meine Fresse, ey. Ich fahre hier 35 und ich fühle mich, als würde ich hier 1000 fahren. Fühle ich nicht. Ja, moin, der fährt einfach mal komplett in der Gegenspur, der blöde Hurensohn. Und da ist ein Ex-Hochbahner, I. Dündünd. So, dann haben wir die 625 heute auch geschafft. Sehr schön. So, dann haben wir 625 heute geschafft. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, um keine Folge zu verpassen. Ich verabschiede mich für heute. Und dann sehen wir uns morgen auf jeden Fall im Livestream. Ob ich heute Abend den Livestream mache, weiß ich noch nicht. Also, aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass es nichts wird. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye. Omnibus 2 Omnibus Omnibus Simulator. Meine Fresse, Mensch. Genau. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Du hast dein letztes Wort. Lasst ein Like da. Super. Super Einstellung. Bis dahin. Tschüss. Ciao.